Herr Präsident, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als letzter Redner der Debatte kann ich, glaube ich, vermute fast einvernehmlich feststellen, das war eine, wie ich fand, wohltuend sachliche und in vielen Bereichen sehr kenntnisreiche Debatte. Danke auch ausdrücklich für das Lob der Opposition. Ich finde, das tut in so einer Frage insgesamt dem Hause auch mal ganz gut. Ich fand alle Reden wirklich sehr wertvoll, die von uns noch ein bisschen besser. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir alle die Bedeutung dieser Entwicklung in zwei sehr wichtigen Ländern Afrikas einschätzen können. Und auch die Tatsache, dass die Debatte in der Kernzeit stattfindet, zeigt ja, dass die Bundesregierung und der Bundestag sehr gut daran tun, diesen Friedensprozess nicht nur zu unterstützen, sondern ihn auch hier in der deutschen Öffentlichkeit werbend darzustellen und darüber zu diskutieren. Er hat natürlich strategische Bedeutung, das hat die Debatte auch deutlich gemacht, weit über das Horn von Afrika hinaus. Wir freuen uns, dass die beiden Länder, vieles ist dazu gesagt, sich dadurch hoffentlich in einem Friedensprozess befinden, der am Ende unumkehrbar wird. Wir freuen uns, dass die Menschen in Äthiopien hoffentlich von diesem Präsidenten ein Stück Demokratie, Menschenrechte, vieles mehr erlangen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Äthiopien ist in seiner Entwicklung unzweifelhaft deutlich weiter als Eritrea. Es gibt berechtigte Zweifel, ob in Eritrea die Entwicklung auch so eintritt, wie wir uns das wünschen. Ich sage auch persönlich, ich habe den Eindruck, mit diesem Diktator wird das sehr, sehr schwierig. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir kennen auch alle die Bedeutung der Entwicklung in diesen beiden Ländern, letztendlich für Europa und für uns. Und natürlich muss das Ziel sein, ich will das, weil immer hier von einer Partei der Eindruck erweckt wird, es gäbe hier einen Dissens. Natürlich muss das Ziel sein, dass Menschen, die aus Eritrea zu uns gekommen sind, wenn denn dort Demokratie, Menschenrechte und wirtschaftlich vernünftige Entwicklung für Familien und Kinder und alle Menschen möglich ist, dass diese Menschen zurückgehen in ihre Heimat und mithelfen, ihr eigenes Land dann auch wieder aufzubauen. Das ist doch unter allen vernünftigen Demokraten hier völlig unstreitig. Und da dürfen wir auch nicht zulassen, dass hier der Eindruck erweckt wird, es gibt eine Partei, die diese Interessen vertritt und alle anderen sind anderer Auffassung. Ziel muss am Ende nach meiner Überzeugung, das ist etwas kurz gekommen in der Debatte, ganz wesentlich auch noch die Förderung privatwirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Engagements sein. Ich glaube, am Ende wissen die Menschen in Äthiopien und Eritrea sehr wohl, dass sie nicht morgen den Lebensstandard von Europa haben. Aber sie wollen das Gefühl haben, und da sind ja die 10% Wirtschaftswachstum in Äthiopien ein wichtiger Baustein, sie wollen das Gefühl haben, dass es aufwärts geht, dass das ein Prozess ist, der kontinuierlich vorangeht und dass es nicht irgendwann wieder Rückschläge gibt, die für Sie und Ihre Kinder dazu führen, dass man eben doch darüber nachdenkt, die Region und das eigene Land zu verlassen. Und nur wenn wir das hinkriegen, werden wir die Fluchtursachen erfolgreich bekämpfen und damit natürlich auch die Probleme, über die wir ja in Europa hinreichend diskutieren, reduzieren können. Dafür sind Investitionsvoraussetzungen zu schaffen. Das müssen wir auch bei den Regierungen dort immer wieder anmahnen. Ich will jetzt keine außenpolitisch-wirtschaftspolitische Rede halten, aber wir wissen selbst, was deutsche Unternehmen, was europäische Unternehmen zu Recht erwarten, wenn sie in solchen Ländern investieren. Und das sollten wir anmahnen im Interesse der Länder, denn nur mit ausländischen Investitionen und natürlich den Rahmenbedingungen in den Ländern wird es kontinuierlich dort eine dynamische Entwicklung geben. Deutschland engagiert sich zu Recht in beiden Ländern. Ich will das noch mal ganz bewusst festhalten. Und wir unterstützen auch den Premierminister ausdrücklich in seiner Demokratisierung. Und es ist schon ein ermutigendes Signal, wenn als eine der ersten Amtshandlungen 1000 Oppositionelle erst mal freigelassen werden. Das gab es nicht in allzu vielen Ländern in Afrika in den vergangenen Jahrzehnten. Ich möchte einen Punkt ansprechen, der mir persönlich wichtig ist. Wir sollten gemeinsam nicht nur auf humanitäre Hilfe achten, sondern insbesondere auf Bildung. Wir sollten alles dafür tun, dass die heranwachsenden Generationen, dass Kinder und Jugendliche in beiden Ländern ein deutlich verbessertes Bildungssystem haben, damit mehr Chancen für sich haben, aber natürlich auch einen noch wichtigeren Beitrag beim Aufbau ihres Landes leisten können. Es ist vom Kollegen Macchi zu Recht gesagt worden, wir brauchen einen langen Atem. Ja, auch das wissen alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das wird keine Entwicklung von 15 oder 20 Jahren sein, sondern es wird ein Prozess sein, der ein oder zwei Generationen bedarf. Und die Menschen erwarten von uns ein wesentliches Signal. Unsere Unterstützung ist keine kurzfristige, sie ist keine mittelfristige,
sondern sie ist eine langfristige. Und die Menschen in beiden Ländern können sich darauf verlassen, dass dieser Deutsche Bundestag, unabhängig davon, wer regiert, alles dafür tun wird, dass die Entwicklung in beiden Ländern weiterhin erfolgreich ist. Denn nur mit dieser Perspektive bleiben die Menschen in ihren Ländern und werden beim Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft mitwirken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Steffel. Ich schließe